nach Wien. Schönen guten Abend. Eine Nachricht ist schnell einmal eingetippt in ein Handy. Doch sie kann auch Jahre später für Aufregung sorgen. Das zeigt sich immer wieder. Nun tauchen in einem Bericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch Chats zwischen Politikern und Medienführungskräften auf, die einen schalen Beigeschmack haben. Keine glückliche Außenwirkung hat ORF2-Chefredakteur Matthias Schromm eingeräumt. Von ihm stammen einige der nun bekannt gewordenen Chats. Und auch der Chefredakteur der Presse, Rainer Nowak, steht wegen Chats in der Kritik. Es sind Chats, die kein gutes Licht auf so manche journalistische Führungskräfte in Österreich werfen. Konkret geht es etwa um Rainer Nowak, Chefredakteur der Presse, der zum ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmidt, ein enges Verhältnis gepflegt hat. So eng, dass Schmidt sogar versucht hat, Recherchen über ihn von Pressejournalistin Anna Thalhammer abzudrehen. Lieber Rainer, dieser Thalhammer schreibt eine Story über Nebentätigkeiten der Generalsekretäre. Kannst du das nicht abblasen? Ist die schon draußen, die Story? Ich rufe sie dann ab bis 6 in Sitzung. Noch nicht. Gleichzeitig versucht Nowak, Karrierewünsche bei Schmidt anzubringen. In einem Chat schreibt Schmidt, dass sein Hearing für den ÖBAG-Vorstandsposten gut gelaufen sei. Und weiter zu Nowak. Jetzt du noch ORF-Chef. Alter, dann geht's aber ab. Danke für alles. Ehrensache. Jetzt musst du mir bitte beim ORF helfen. Unbedingt. Nowak wollte kein Interview dazu geben. Bei den Presseleserinnen hat er sich via Kommentar für die Chats entschuldigt. ORF-Generaldirektor ist Nowak jedenfalls nicht geworden. Apropos ORF, auch hier sind Chats aus dem Jahr 2019 aufgetaucht, nämlich zwischen Chefredakteur Matthias Schromm, damals für die Info auf ORF 2 zuständig, und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Strache beschwert sich zunächst über die Berichterstattung in der ZIP 24, die auf ORF 1 läuft. Verantwortlich für die ORF 1-Information sind damals Lisa Totzauer und Wolfgang Geier. Schromm schreibt Strache als Antwort: Das ist natürlich unmöglich. Du weißt, ich bin ja nur für ORF 2 zuständig. ORF 1, das noch viel linker ist, gehört ja Lisa Totzauer und Wolfgang Geier. Ich wundere mich ja ehrlich schon lange, dass sich darüber, was dort inhaltlich so abgeht, keiner aufregt. Es ist schon bei uns genug zu tun und jeden Tag mühsam, aber langsam wird's und die, die glauben, die SPÖ retten zu müssen, werden weniger. Schließlich empfiehlt Schromm, dass Strache den FPÖ-Stiftungsratsvorsitzenden Norbert Steger beauftragen soll, sich bei den ORF1-Verantwortlichen zu beschweren, was Strache dann auch macht. Der ORF-Redakteursrat kritisiert die Chats jedenfalls scharf und fordert Aufklärung von Schromm, der heute Folgendes sagt. Es sind drei Dinge, die mir wichtig sind. Erstens, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren bewiesen, dass ich diese Interventionen abgewehrt habe und dass die Redaktion den Rücken frei gehabt hat, um normal arbeiten zu können. Das zweite ist, die Tonalität ist verheerend. Also das ist mir auch sehr unangenehm und peinlich. Und da muss man sich auch dafür genieren, wie ich mit dem damaligen Vizekanzler von der Tonalität her gesprochen habe. Und das tut mir deshalb auch wahnsinnig leid. Und da entschuldige ich mich auch bei der Redaktion, weil damit eigentlich die Arbeit, die hervorragend ist, konterkariert wird. Wichtig ist mir aber trotzdem als Drittes, also ich würde das heute so nicht mehr sagen. Und wir haben aber weder personell noch inhaltlich je nachgegeben. Das ist mir schon sehr wichtig. Also die Redaktion, denke ich, kann so frei arbeiten wie davor auch oder vielleicht früher gar nicht einmal. Klar ist, dass eine zu große Nähe ein Problem ist, sagt der Medienwissenschaftler. Diese Freundschaften nagen dann an der Substanz der Demokratie. Denn Journalisten sollten das tun, was ihre Aufgabe ist, nämlich diejenigen, die an der Macht sind, zu beobachten, zu kontrollieren. Wichtig sei außerdem, dass Redaktion und kaufmännische Abteilung strikt getrennt sind. Das ist in den meisten Medienhäusern der Fall, aber... Das muss dann auch gelebt werden, das darf nicht toter Buchstabe bleiben. Es braucht gleichzeitig auch die charakterliche Stärke der Journalistinnen und Journalisten, insbesondere der Chefredakteurinnen, dass sie dem Druck widerstehen, auch wenn er ökonomisch ist. Beim ORF wiederum sollte der Stiftungsrat weniger stark von der Politik besetzt werden, fordert Trappel. Damit würde die Unabhängigkeit der Journalistinnen gestärkt.